Ja, also ich habe ein Erlebnis gehabt mit ihm persönlich, und das war bei unserer Fußballlehrer-Abschlussprüfung, eigentlich als wir unsere Zeugnisse bekommen haben. Da war Detmar Kramer auch anwesend, hat, glaube ich, einen Ehrenpreis bekommen, wenn ich mich da richtig dran erinnere, hat uns allen zum Fußballlehrer gratuliert, und ja, habe ihn dann aus nächster Nähe dann über Fußball ein bisschen philosophieren hören, und das war schon, ja, war schon großartig und inspirierend, finde ich, weil er einfach Sachen sagt, die so einfach klingen, aber trotzdem eben wirklich den Nagel auf den Kopf treffen. Und von ihm ist ja auch, glaube ich, diese Aussage, solange es besser geht, ist gut nicht genug. Alleine dieser Satz ist ja schon ein großartiger Satz, den man letztendlich quasi auch so als Trainer immer mitnehmen kann und als Ansporn sehen kann, wenn man eben halt auch versucht, eine Mannschaft weiterzuentwickeln. Deshalb finde ich, dass Detmar Kramer, glaube ich, sehr viele inspiriert hat und macht auf mich einen großartigen Eindruck auch als Mensch.